Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich einen falschen Gott für euch. Heute geht es um den Highland Park Loki. Er ist Teil der Valhalla Series von Highland Park zusammen mit Thor, Freya und Odin. Ja, 15 Jahre alt in einem spanischen Sherry Fass gelagert und in einem heavily peated Fass, so wurde es angegeben, 48,7% Alkoholgehalt. Aktuell so für schlappe 250 bis 500 Euro erhältlich. Ich habe mal spaßeshalber nachgeschaut, die komplette Valhalla Collection gibt es bei eBay für schlappe 3.300 Euro. Ja, ich habe nur, wie ihr gesehen habt, ganz, ganz wenig, eine Mini-Nische von dem sehr, sehr lieben Ronny bekommen. Ich werde mich also hart anstrengen müssen beim Probieren. Weil ich habe nur einen Schluck. Es ist wirklich nur ein Schluck. Deswegen bin ich auch ein wenig aufgeregt. Meine Erwartungen sind relativ hoch an ihn. Ich erkläre euch auch gleich, warum. Ich probiere erstmal zu schnuppern. Der ist sehr angenehm. Ich habe jetzt vorher das Video vom Artback Uggedal gedreht und im Vergleich dazu ist der wirklich ist der Artback eine Bestie und, oder das Biest und das hier ist die Schöne, die Belle. Der ist sehr weich. Der riecht irgendwie nach Frühstück, ich weiß noch nicht warum. Also nicht, dass ich zum Frühstück Whisky trinke, aber irgendwas daran erinnert mich ans Frühstück. Der hat sowas von Milchreis. Oder Vanillepudding oder so. Es könnte auch dieses Sherry-Fass sein. Eine leichte Holznote. Der riecht sehr sanft, sehr ausgewogen. Passt für mich jetzt im Kopf noch gar nicht zum Loki. Hat auch so gut wie keinen Rauch drin. Das hatte ich eigentlich erwartet. Ich lasse mir mit dem Riechen ein bisschen mehr Zeit, weil ich ja wie gesagt nur einen Schluck habe. Was Milchiges, wie gesagt, so ein bisschen auch Brot, Getreide, Mehl. Aber auch irgendwie eine Fruchtnote. So ein bisschen Apfelkuchen habe ich hier im Kopf. Vielleicht eine ganz kleine Rauchnote. Als würde ich Apfelkuchen am Lagerfeuer essen. Bisher in der Nase ist er relativ vielseitig. Allerdings bedeutet Loki auch so viel wie Luftgott oder Luftikus und steht für seinen trickreichen, hinterlistigen und intelligenten Charakter. Außerdem gilt Loki als Formwandler und taucht in der Mythologie in vielen Gestalten auf. Es kann also auch alles nur Show sein bei dem Whisky. Loki ist allerdings gar nicht Odins Sohn, sondern der Sohn der Riesen Farbauti und Nal. Er wird auch als der Anfang vom Ende der Götter bezeichnet, denn seine Kinder sind unter anderem die Totengöttin Hel, der Fenriswolf und die Midgardschlange. Er führt den Tod seines Bruders Balders absichtlich herbei und wird dafür zur Strafe an einen Felsen gebunden und mit dem Gift einer Schlange gequält. Zu Beginn der Götterdämmerung kann sich Loki allerdings von seinen Fesseln befreien. Er kämpft mit den Riesen gegen die Götter und wird letztlich im Zweikampf von Heimdall erschlagen. Und jetzt bin ich gespannt.
Sehr lecker. Ich kann den Apfel bestätigen. Hinten raus habe ich diesen leichten, kräutrigen Highland Park Rauch, vermischt aber mit so ein bisschen Asche. Muss ich gerade an Ragnarök denken, so am Ende fällt Asche vom Himmel auf das Heidekraut. Dieses Frühstücksartige, was ich vorhin hatte, das ist so wirklich dieses bisschen Getreide, vielleicht auch Porridge, so ein bisschen auch Apfelkuchen. Wirklich irgendwas mit Apfel in der Verbindung als Frucht. Das Sherry-Fass ist wirklich sehr hell vom Geschmack her im Vergleich zu sonst. Und da war er weg, der eine Schluck. Also den Preis, den er kostet, würde ich dafür definitiv nicht bezahlen. Aber es war mal sehr interessant, den probiert haben zu dürfen. Letztlich kann ich euch aber sagen, es ist auch nur ein ganz normaler Whisky. Ne? Kein übermenschlicher, total lebensverändernder Whisky. Es ist ein sehr, sehr leckerer, sehr guter, sehr ausgewogener Whisky, der einfach hart überteuert ist. Ja, bei Highland Park blickt man auch schon auf eine sehr lange Geschichte zurück. Ich glaube 1789 steht es irgendwo auf dem Karton mit drauf. Sind ja auch sehr stolz auf ihre Geschichte. 1798, kleiner Zahlendreher. Seit 1798 wird hier schon illegal Whisky gebrannt. 30 Jahre später hat dann Magnus Oynusson die Brennerei offiziell eröffnet. Liegt auf der Mainland-Insel von den Orkneys zusammen mit Scarpa, eine der zwei einzigen Brennereien auf den 200 Inseln umfassenden Orkney Isles. Im Norden von Schottland, sehr lange in wikingischer Hand, nenne ich es jetzt mal, erst spät zu Schottland annektiert, verschenkt worden durch eine Hochzeit. Highland Park Loki, für meinen Geschmack ein sehr leckerer, sehr komplexer Whisky. Der Name ist durchaus passend. Die negativen Eigenschaften jetzt mal außen vor gelassen. Von Loki, ja, hart überteuert, leider. Und ja, was ist noch dazu zu sagen? Apfelkuchen am Lagerfeuer trifft es eigentlich ganz gut. Das war der Highland Park Loki. Danke nochmal an Ronny für dein letztes Tröpfchen, was du mir da hast zukommen lassen. Und bis zum nächsten Mal. Slanje. Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanjiva!